Wir haben hier auch klassisch in den Türen die Scheibenfensterheber, was etwas lustig ist. An der Türklinke haben wir die Versteuerung für die elektrischen Seitenspiegel und ganz unten in der Tür haben wir die Tankklappenöffnung so und die Heckklappenöffnung. Dann weiterhin haben wir hier die Steuerung des Lichts, ganz klassisch VW. Dann haben wir hier auch so ein kleines Fach. Dann weiter haben wir hier das Licht, Abblendlicht und Tempomat in einem und die Blinker. Auf der anderen Seite natürlich die Scheibenwischer. Wir haben hier kein Multifunktionslenkrad, sondern einfach die Hupe, sogar die in dieser B5-Version des VW Passat sind die beiden Instrumente klassisch rund und in der Mitte befindet sich so ein kleiner Computer. Weiter in der Mittelkonsole haben wir hier ein nachträglich eingebautes Multimedia-System und links ist die Sitzheizung. Allerdings, wie ich sehe, ist halt nur die Sitzheizung für den Fahrer. Vielleicht hat die Beifahrerfunktion, reguliert man damit beide Sitze. Dann die Klimatronik von VW, wo man die Temperatur einstellen kann. Und ja, genau, ESP ist ein- und ausschaltbar. In der Mitte hier ist halt ein Automatikgetriebe verbaut, 5-Gang. Hier handelt es sich um den B5 aus dem Jahr 2005, einer der letzten mit dem 130 PS 1,9 Liter TDI Motor. Dann haben wir noch in der Mitte zwei Becherhalter und in der Mittelkonsole haben wir zwar eine Ablagefläche, allerdings ohne irgendwie sie zuzuschließen. Was ich ganz interessant und kurios finde, ist, dass die elektrischen Seitenfensterheber für den Fahrer in der Armlehne sind und für den Beifahrer sind sie hier im Türgriff integriert, wo der Fahrer die elektrischen Spiegel hat. Wieso VW einfach nicht beides in einer Position gemacht hat, weiß ich nicht. Das Handschuhfach ist ebenso groß dimensioniert und hat auch eine Kühlfunktion. Man sitzt bequem in den Sitzen, hat eine gute Aussicht. Hier haben wir in der Mitte kein Fach für eine Sonnenbrille. Beide Blenden haben jeweils einen Spiegel und dieser ist beleuchtet. So, auf den hinteren Sitzen sitzt man ebenso sehr bequem. Man hat genug Kniefreiheit, man kann sich schön in den Sitz fallen lassen. Dieser ist gut gepolstert, bequem. Wir haben hier eine Mittelarmlehne. Die hat allerdings keinen Becherhalter. Und wir haben hier noch einen kleinen Aschenbecher in der Mitte. Und ja, ansonsten ist das mit den Bequemlichkeiten auf den Rücksitzen. Die Fenster werden noch gekurbelt geöffnet, die sind nicht elektrisch. Der Kofferraum bietet ebenso sehr viel Platz. Der Verbandskasten und das Warndreieck ist hinten in so Blenden versteckt. Wir haben hier noch zwei 12-Volt-Anschlüsse für diverse Geräte. Und ansonsten ist hier natürlich auch ein doppelter Boden und Zurösen, die helfen beim Verstauen von Ladung. Und die Sitze sind auch umklappbar. Man muss allerdings nach vorne greifen und diese dann umklappen und nach vorne bewegen. So, wir drehen jetzt mal eine kleine Runde mit dem Passat B5. Der Passat B5 wurde von 1996 bis 2000 gebaut in der B5-Version. Allerdings gab es noch von 2000 bis 2005 eine B5 GP-Version. Und diese GP-Version bedeutet große Produktaufwertung. Das heißt, also die Basis war noch immer dieselbe, aber es gab
große Veränderung am Passat. So. Und der 1,9 Liter große Dieselmotor springt sofort an, die Automatik. Alles funktioniert sehr gut. Wir haben hier schon 228.000 Kilometer gelaufen auf der Uhr. Bei manchen Autos wäre damit quasi der Lebenszyklus zu Ende. Nicht hier. Hier ist allerdings wirklich noch die Materialien. Man merkt, okay, das Lenkrad ist etwas vergriffen hier oben, aber am Armaturenbrett, die Haptik, das ist alles noch im sehr guten Zustand, muss ich sagen. Also er macht wirklich einen sehr gepflegten, sauberen Eindruck. Die Sitze sind nicht durchgescheuert, sind sauber. Also das spricht für die Hochwertigkeit der alten Passat-Autos. Ja, also zuverlässige Technik von damals, würde ich sagen. Die Automatik schaltet, er beschleunigt zügig. Das Fahrverhalten ist, das Lenken ist etwas schwammig, aber das macht nichts. Das kommt dem Komfort zugute. Also es ist eine angenehme Reisekombi in dem Fall. Und ich muss sagen, also es gefällt mir sehr gut. Man hat immer so ein bisschen Volkswagen, so ein Biedermann-Image, aber ich finde jetzt nicht in dem B5, der optisch vielleicht etwas langweilig ausschaut, allerdings überzeugt er einfach durch seine inneren Werte. So, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, dann hinterlasst mir doch gerne ein Like. Wenn ihr weitere Autos und Reviews sehen möchtet oder andere Events, dann abonniert doch gerne meinen Channel, schaut mal vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann halt im nächsten Video sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.